Ich sage mal, strahlender geht es nicht. Sieger, Merwin Doppel. Glückwunsch nochmal an Max Schrenger und Joshua Zerone. Max, alleine wenn ich die Fotografen sehe, dann weiß ich, ihr habt etwas Außerordentliches geleistet. So viele standen heute, glaube ich, nicht ein einziges Mal da. Zum Schluss mit den Matchbällen. Hast du dran gedacht, oh meine Güte, wir können jetzt Meister werden oder was war da los? Ja, beim Matchball denkt man immer, man kann Meister werden. Und ja, dann ist man ein bisschen nervös und ich bin froh, dass wir dann irgendwann mal endlich einen genutzt haben. Und ja, ich bin einfach nur glücklich. Kriegt einen Applaus, nur mal glücklich, oder? Und Joshua, bei dir, ich weiß noch, Lüdinghausen, dann ging es irgendwie nach Berlin. Da hat man schon gesagt, naja, jetzt ist er besser geworden. Und jetzt bist du zurückgegangen nach Lüdinghausen, ja auch schon wieder eine Weile her. Und es wird besser und besser. Du bist rundum happy, oder? Ja, ich bin sehr zufrieden. Lüdinghausen ist meine Heimatstadt und es gibt mir ein bisschen Kraft, ein bisschen Sicherheit. Und ich freue mich wirklich, dass ich es heute geschafft habe. Auch Applaus nochmal für ihn. Moment, guck mal, da oben ist euer Fanblock. Joshua, da kann man es verschmerzen, dass man Sportler des Jahres war 2014 am Freitag verpasst hat. Wir machen das einfach im nächsten Jahr in Lüdinghausen nochmal, oder? Ja, ich bin froh, dass ich das heute hier erreicht habe. Ich hoffe, dass im nächsten Jahr wieder vorgeschlagen werde und entscheiden werde. Und Max, ich muss natürlich noch fragen, die anderen beiden sind ja so auf Kurs Rio. Wie sieht es bei euch aus? Also jetzt ist Angriffsmodus eingeschaltet, oder? Ja, wir stehen bei 27 in der Weltrangliste. Rio ist das große Ziel, im Mix auf dem Doppel. Und ja, so ein Sieg gibt dann klar Aufwind und Motivation. Und ja, wir werden alles probieren, um es den beiden schwer genug zu machen und sich zu qualifizieren. Und ihr werdet den beiden jetzt hier nochmal einen riesengroßen Applaus mitgeben, Joshua Zerone und Max Schrenger.